Silvaner ist der perfekte Spargelwein. Duck, renn weg. Oh Mann, jetzt gehe ich aber tatsächlich ab wie Rotmoppet. Oh, da kriege ich Pickel, wenn ich das höre. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt's beim Wein-Podcast Wein mal eins. Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder Weiß-Grau-Grün, die weiße Burgunderfamilie hat viele Mitglieder. Wein mal eins, jeden Freitag, 16 Uhr. So, willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum Wein-Podcast Wein mal eins. Es ist Freitag, 16 Uhr und der Tom und ich sitzen im Studio. Und heute haben wir ein schönes Thema. Tom, wir hatten ja in der Staffel jetzt schon den König und die Königin der Rebsorten, nämlich Spätburgunder und Riesling. Was haben wir denn heute? Bettelmann oder Kaiser? Tja, René, da sagst du was, nämlich wir beide, also wir haben das Thema Silvaner, ja, ja, und wir beide lieben diese Sorte ja über alles. Und in der Tat, also sie kann von einem einfachen Literzechwein bis zum ganz edlen Gewächs einfach alles. Mhm. Deshalb mögen wir diese Rebsorte so. Sie ist also extrem vielseitig, aber sie gehört, ich sag das immer so, zu den unterschätzten Klassikern. Ja, und das ist einfach so. Und die Winzerinnen tun sich mit der Vermarktung ungeheuer schwer. Mhm. Burgunder verkaufen sich einfach besser. Und ich werde mich ja demnächst wieder auf den Weg machen für die vierte Auflage meines Weinkompasses Rheinhessen, Straußwirtschaftsführer. Und wenn ich mit meinen Straußwirtschaftswinzern spreche und ich sage, hier, warum habt ihr eigentlich keinen Silvaner auf der Karte, was häufig der Fall ist, und dann sagen die, ja, da müssen wir zu viel erklären. Ja. Schade eigentlich, weil da steckt viel Potenzial, das sehen wir immer wieder. Aber zurück zum Thema, wir kennen die Sorte in den Schreibweisen mit Y oder I oder auch als grüner Silvaner. Davon abgesehen gibt es aber weltweit bestimmt 100 andere Namen von Arvine über Johannisberger bis Zierfandler. Mhm. Lange dachte man, es sei eine der autochthonen Rebsorten, fand dann aber heraus, dass die Eltern eine natürliche Kreuzung von Traminer mit österreichisch Weiß waren. Aber witzig ist ja, alte Winzer und Winzerinnen sprechen ja heute noch von der Österreicher. Also am Roten Hang war auch früher alles mit Österreicher. Ja. Sprechen immer noch von der Österreicher, wenn sie den Silvaner meinen. In Rheinhessen war sie ja sehr lange die Leitrebsorte, aber der Bestand schrumpft, muss ich sagen, leider, weil wir halten da gerne die Fahne hoch. Heute sind es, glaube ich, noch so circa 2300 Hektar in Rheinhessen, in Rheinland-Pfalz etwa 2900 Hektar. Also man sieht, Rheinhessen ist immer noch das größte Anbaugebiet in Deutschland und in der Welt. Aha. Alleine Franken, die Sorte heute immer noch als Leitrebsorte hegt und pflegt, haben wir rund 1500 Hektar. Also doch weniger als Rheinhessen. Ja, aber das sind die Protagonisten, die das Thema... Also der Frankensilvaner, also Silvaner ist ja, wenn man von Silvaner spricht, witzigerweise oder interessanterweise spricht man nicht vom Rheinhessen-Silvaner, den gibt es auch, sondern man spricht vom Frankensilvaner. Das stimmt und das ist aber auch mein Gefühl, dass die Franken die Fahne auch etwas höher für die Rebsorte halten. Ist natürlich auch ein anderer Silvaner. Als, ja... Ja, ich finde den Frankensilvaner, der hat halt sowas Kerniges und er spricht halt auch für die Landschaft. Also die Franken identifizieren sich mehr mit ihrem Silvanerwein. Ja, das meine ich ja. Und natürlich gibt es viele Varianzen, das erklären wir später noch. Fun Fact zu dem Thema, in Österreich, dem Ursprungsland, spielt der Silvaner fast gar keine Rolle mehr. Okay, ja. Hast recht, kann ich nur bestätigen. Also viele wissen auch nicht, dass die Sorte über den Donauraum, ich glaube, das war, ja, im 17. Jahrhundert war das, nach Deutschland kam. Nämlich 1659, da wurde der Silvaner nachweislich das erste Mal im Weinort Kastell angepflanzt. Allerdings jetzt nicht Mainz-Kastell, sondern das Kastell in Franken ist das. Ja. Genau. Und das war eine teure Pflanzung, mal so ganz nebenbei. Lieber René, denn am 5. April 1659 beauftragte Johann Georg Körner, der war der gräflich-kastellsche Amtmann, den Boten Michael Saueracker, 25 Fexer Silvaner aus dem nahen Obereisenheim zu holen. Sie kosteten mit 8 Schilling und 3,5 Pfennig doppelt so viel wie die gängigen Sorten. Ja. Also war das schon eine Investition. Ich weiß jetzt nicht genau, was Fexer sind. Das ist wahrscheinlich eine Maßeinheit. Ja. Ja, also sowas wie Dutzend oder Bündel oder was auch immer. Genau. Ne? Und auch heute
muss man sagen, ist Graf Castell nicht die schlechteste Adresse in Franken und beim Weinbau überhaupt. Ja. Bereits 1665 sollen die ersten Silvaner in der heute noch weltberühmten Lage Würzburger Stein gepflanzt worden sein. Also eine Sorte, kann man ja sagen, René, die durchaus eine Geschichte hat. Wir hatten doch schon mal in einer Folge den Würzburger Stein. Ja. 1640. Ah ja, genau. Der älteste Wein. Ja. Sensationell, aber dann sieht man doch mal, was dafür... Den ich nicht spritzen würde. Als Schorle geht er. Ja, also definitiv vollkommen recht. Aber weißt du, wo der Name Silvaner eigentlich herkommt? Da habe ich dich schon mal erwischt. Nee. Ja. Also als Namensgeber wird der römische Waldgott Silvanus vermutet. Ach du lieber Gott. Der stand für die Kraft der Natur und repräsentierte das bäuerliche Weltbild bei den Römern. Aha. Verehrt wurde Silvanus auch als Erfinder des Pflanzenbaus. Was der Weinentdecker wieder alles weiß. Ja, also, ja. Aber, lieber Freund, ein Kupferstecher, da kann ich kontern. Weißt du, in welchen Neuzüchtungen Silvaner verwendet wurde? Das wird ja heute wieder ein richtiges Battle hier bei uns. Ja, du wirst es uns sagen, oder? Ja, genau, natürlich sage ich es dir. Achtung, Neuzüchtung, Juwel, Kanzler, ach gut, Morio Muscat, Bacchus, Optima, Regent, nur um so einige zu nennen. Und auch dabei waren wieder einige von unserem lieben Freund Georg Scheu aus Alzey. In der Tat. Also die Sorte nicht nur geschichtlich interessant, sondern auch noch hochpotent, nicht nur im Glas, sondern auch in den Rebschulen, kann man sagen. Ja. Dabei ist der Silvaner eigentlich eine Diva, denn er neigt tatsächlich zu hohen Erträgen, ist wüchsig, ist auch ein bisschen anfällig für falschen Mehltau. Also man muss im Weinberg schon so ein bisschen schauen, dass man ihn in Schach hält. Sitzt er auf dem falschen Boden, dann verholzt er schnell und bringt keine Erträge. Sitzt er auf Verwitterungsbögen, wie wir in Franken oder Kaiserstuhl. Am Kaiserstuhl finden, dann bringt er echt feine und elegante Weine. Und es braucht also eigentlich für die Sorte fruchtbare, durchlässige, mittelschwere Beschwereböden. Da fühlt er sich richtig wohl. Ja, da sagst du was. Apropos Böden. Man sagt dem Silvaner ja übrigens auch nach, dass sein Weincharakter durch den Standort geprägt wird. Also er nachgerade so eine Art Terroir-Anzeiger ist. Ja, das können wir voll bestätigen. Tom, erinnere dich auch mal dran, was wir da schon für Granaten getrunken haben. Gerade du bist doch ein großer Fan von Silvaner, die auf Feuer oder Kalkstein gewachsen sind. Ja, da fallen mir schon mal zwei. Mir auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich schätze unglaublich in dieser Beziehung das Weingut, aber auch in eigentlich in allen anderen Beziehungen das Weingut Michel Pfannebecker und Flohm Born. Die sind echt dafür ein super Beispiel. Die Brüder schaffen es wirklich, ihre Weine total sortentypisch auszubauen, filigran, aber dann kraftvoll zugleich. Mhm. Das sind wunderbare Weine, die aber auch immer wieder die Kinderstube, wo sie gewachsen sind, widerspiegeln. Ja? Also das sieht man, ich war jetzt bei der Verkostung des neuen Jahrgangs der Selektion Rheinhessen, da bin ich jedes Mal auch immer angetan, was die Pfannebeckers dahin stellen, ja, ganz, ganz toll. Aber man muss jetzt auch mal sagen, René, erinnere dich mal dran, unser Besuch in der Kuhkapelle, in Anführungszeichen, von Neef Emmisch in Bermersheim, war ein super Erlebnis. Oh ja. Die Silvaner haben da immer auch in diesem Weingut eine absolut besondere Qualität und gerade dieses Jahr, um jetzt noch ein drittes Weingut einzuführen, auch jetzt hier aus Rheinhessen, haben wir uns in Julia Schittlers Zornheimer Berg Guldenmorgen Silvaner verliebt. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Wein mit unfassbarem Potenzial. Trinke ich auch sehr gerne, aber einen Mann müssen wir auf alle Fälle noch nennen, das ist der Michael Teschke vom Lorenziberg bei Gau-Algesheim. Da ist nicht nur der Silvaner Rock'n'Roll, also der hält seit Jahrzehnten die Fahne für die Rebsorte ganz hoch und der hat eine ganze Bandbreite auf der Karte und ich habe jetzt mal auch geguckt, selbst blaue Silvaner finden wir bei ihm auf der Karte, aber dazu... Blauer Silvaner, also erstmal ist der Teschke ein sehr interessanter Typ, ja. Also auch von seinem äußeren Erscheinungsbild her schon, ja. Wie er sich und seine Weine präsentiert, das ist, also man sollte auf jeden Fall, Rock'n'Roll ist da noch gelinde ausgedrückt. Ich glaube, da gibt es auch in Kürze wieder eine Verköstigung. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt mit unseren Schallterminen hinhaut, aber vielleicht klappt es ja. Der Lorenziberg ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, blauer Silvaner. Ja. Sollte man vielleicht auch den Hörerinnen noch erklären. Also der normale Silvaner, den Silvaner, den wir so kennen, das ist der grüne Silvaner. Und der blaue Silvaner, das ist wie bei vielen anderen Weißweinsorten, gibt es auch beim Silvaner eine Farbmutation.
nämlich den blauen Silvaner. Und er wurde in den 60er Jahren aus Beständen von grünem Silvaner selektioniert und 1984 als Ertragsrebsorte in Deutschland zugelassen. Mhm. Mittlerweile haben wir einige verkostet und ich muss sagen, wir mögen sie sehr, sehr. Denn beispielsweise die Weine von unserem Freund Hermann Weber in Gau-Algesheim und auch Weingut Weinmann in Worms-Abenheim sind da zu nennen. Meist etwas würziger und kräftiger. Fetter. Fetter, ja. Mhm. Gerade Hermann Weber setzt seinem blauen Silvaner noch eine kleine Menge in Holz gereiften Wein dazu. Das ist dann so wie das Stück Butter, das am Ende dann noch in die Soße reinkommt beim Koch, ja. Und das bringt Tiefe und Geschmack. Ach so, das klappt ja heute wieder phänomenal mit den Stichworten, die wir uns hin und her schmeißen. Ich wollte gerade noch auf den Geschmack des Silvaners eingehen, bevor ich dich wieder abgehen lasse wie eine Rakete. Du wirst dich, ich weiß dich ja zu triggern, mein Freund, aber wart's ab, Henry Higgins. Also, der Geschmack ist durchaus echt sehr vielfältig und reicht von Stachelbeere über Kräuter, Heu, Blumenwiese bis zu Birne und Mirabelle. Dabei ist die Säure eher moderat und macht den Silvaner damit zum idealen Speisebegleiter. Gerade habe ich so das Gefühl, die jungen Köche entdecken gerade wieder den Silvaner als unkomplizierten und dennoch hochwertigen Menüwein. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt's. Jetzt lass ihn abgehen. Aufgepasst. Tom, ich sag nur eins. Silvaner ist der perfekte Spargelwein. Duck, renn weg. Oh Mann, jetzt gehe ich aber tatsächlich ab wie Rotmoppet. Oh, da kriege ich Pickel, wenn ich das höre. Okay, natürlich kann man Silvaner auch zu Spargel trinken. Ja, aber der Silvaner ist insgesamt, ja, da wird bei dem Silvaner überhaupt gar nicht gerecht, 0,0. Nämlich, der Silvaner ist so bedeutend für den deutschen Weinanbau und er kann so viel und ist so flexibel und dann reduzieren ihn viele nur auf dieses Thema. Mhm. Ja. Ja. Sicherlich, ich habe es eben schon gesagt, der Silvaner passt natürlich gut zu Spargel. Er passt aber auch gut zu Salaten, zu Fisch, zu Vorspeisen generell. Wenn er jung ist, wenn wir keine so vollreife Wuchtbrumme verwenden, geht's aber in diese Richtung. Also es gibt ja auch voluminöse, so ein bisschen schulterbepackte Silvaner. Wir haben es eben gerade den vom Julia Schittler, der Zahnheimer Gültenmorgen, der ist so ein richtig kräftiger, ja. Aber der kommt richtig cool zu Kalb und Geflügel und der kann es auch mit Marscheln, Pilzen und so weiter aufnehmen. Aber ich persönlich liebe den Silvaner auch als Solisten. Man trinkt sich einfach nicht satt daran. Und deshalb diese Schublade Spargel, die würde ich am liebsten verbrennen. Seht ihr, habt ihr gehört, so einfach geht es. Also ich gebe dir vollkommen recht. Auch ich baue bei meinen Menüs gerne den Silvaner ein. Und oftmals ist es so, dass unsere Gäste verblüfft sind, was der Silvaner alles kann. Also das ist wirklich so, dass sie sagen, so, ja, das ist doch ein Burgunder, sag ich, nee, das ist, ja. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Wie soll es heute anders sein? Im Weinsinn der Woche, in der Silvaner-Folge, präsentieren wir natürlich keinen Riesling, sondern wir haben einen 2020er Silvaner Alte Reben trocken von der Nahe. Man höre und staune. Wir haben ja in der Folge erklärt, wo das meiste Material steht. Aber wir haben gesagt, Weingut Eng, Dorsheim. Da gucken wir mal. Ja, die Engs sind uns schon oft bei der Landesweinprämierung sehr positiv aufgefallen und wir hatten immer mal wieder Weine von ihnen, wo wir gesagt haben, da müssen wir unbedingt mal vorbei, da müssen wir mal gucken. Und deswegen wird es jetzt aber auch höchste Zeit, dass wir einen Wein aus diesem wirklich prima Weingut uns zur Brust nehmen. Das Weingut wird geführt von Weinbautechniker Steffen Enk. Weinbautechniker, Tom? Ja, unsere Techniker. Schon wieder die Vorliebe, ja. Ja. Er führt dieses Traditionsweingut auch schon in der vierten Generation. Mhm. Sein Vater Theo Enk steht seit der Betriebsübergabe zwar weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung. Steffen Enk hat auch sozusagen die konsequente Qualitätsoptimierung der Weine ins Auge gefasst. Ja, er geht dabei, wie wir das auch von vielen anderen Winzern kennen, einfach mit Freude ans Werk und betont, dass der Zyklus von Austrieb bis Jahrgangsverkostung beständig letztlich aber dann doch jedes Jahr unterschiedlich ist. Und genau das ist es ja, was den Winzerberuf so reizvoll macht. Du hast jedes Jahr andere Bedingungen. Ja, er sagt auch, für ihn entstehen erstklassige Weine aus dem Zusammenspiel von Freude. Ist auch toll, dass man das als erstes nennt. Freude, Engagement, fachlichen Kenntnissen, dem Wahren von traditionellen Techniken, aber auch der Aufgeschlossenheit für Neues. Könnte ich voll alles unterschreiben. Sehr gut.
Super. Ja. Und wenn man so an seinen Job rangeht, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass dann solche Weine bei rauskommen. Nein. Die Erfolge, das muss man jetzt auch mal sagen, lieber René, die können sich dann auch sehen lassen. Mhm. Etliche Siegerweine bei der Landesweinprämierung, Staatsehrenpreise und Bundesehrenpreise bei der DLG, bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, die hat er schon seit 2011 eingesammelt. Ja, 40% der englischen Weinberge sind mit Riesling bestockt, klar, die nahe, gefolgt von Burgundern, die weitere 30% der Fläche ausmachen und der Rest verteilt sich so ein bisschen auf rote Sorten, Scheu, Kerner und natürlich Silvaner. Und da wären wir auch schon beim Stichwort, Tom. Ja, also Silvaner, muss man sagen, wenn man den jetzt mal in die Hand nimmt, das Farbe ist schon mal sensationell. Ja. Und wenn man reinriecht, also, boah, satte gelbe Frucht. Also richtig auch eine fruchtige Note, die dann rauskommt. Heu. Mm. Und ja, man riecht förmlich schon die Cremigkeit. Ja. Also enormer Grip. Ich hatte ihn schon im Mund jetzt. Man hat aber auch so ein bisschen Kalk in der Nase. Also positiv. Mhm. Man merkt, der steht auf einem interessanten Boden. Hat eine tolle Würze. Richtig fetten, dichten Körper. Und da haben wir es auch wieder, so ein schönes Bittertönchen, was so animierend ist. Absolut. Das vielleicht nochmal, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sagen, das Bittertönchen, das ist für uns nichts Negatives. Ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist einfach wunderbar. Das ich finde das ideal. Und das macht den Wein auch zum idealen Speisewein. Allerdings, lieber René, das haben wir auch festgestellt, der Wein braucht Luft. Also bitte vor dem Trinken die Flasche rechtzeitig öffnen oder vielleicht sogar dekantieren. Ja, wir hatten es ja schon mehrfach gesagt, die Schrauber, die brauchen einfach Luft. Also dekantieren finde ich okay, muss man nicht unbedingt vielleicht nicht, aber auf jeden Fall lange Luft geben. Lange Luft geben, die Schrauber, die machen das so komplett dicht, dass der Wein braucht wirklich einen Augenblick, um sich zu Ich mache das ja so, dass ich, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ich mache das ja so, dass ich meistens am Vorabend so ein halbes Glas oder so mal da schon probiere oder raustrinke und dann über Nacht diese 0,1 Luft, die dann drin bleibt in der Flasche, die reicht meistens schon aus, um eben dieses Luftdepot zu schaffen, damit der Wein dann entsprechend auch ins Glas kommen kann. Ja, und ich habe mir überlegt, was könnte man dazu nehmen oder essen und ich bin da so bei einem geschmorten Hasen mit Pilzen, könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Und bei meiner Mama gab es ab und zu mal Wasserklöße, das sind so Hefeklöße. Die würde ich da auch, dass man so schön die Soße mit dem Hasen und vielleicht noch ein bisschen Gemüse, kräutrig sollte es sein. Also der Hase sollte auch, der hat ja viel Kräuter aufgenommen hoffentlich, dann passt das ganz gut zu dieser Bombe. Ja, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Und apropos Bombe, bombig ist auch der Preis dieses fantastischen Silvaners. In der Tat. 6,10 Euro. Solch exorbitant gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben selbst wir beide schon lange nicht mehr erlebt. Und da kann man nur sagen, das ist auch ein Festtagswein für kleines Geld. Vielleicht noch die anderen Werte, Alkohol 12,5 Volumenprozent, Restzucker 6,2 Gramm je Liter und Säure 5,9 Gramm je Liter. Hartsche, süße Säureregel. Ich kann es nur immer wieder betonen. Plus Weinbautechniker, ich sag's jetzt wie Dieter Bohlen, dreimal ja. Ja, und ich füge ein viertes dazu. Also als Tipp, weil wir die Veranstaltung selbst schon gerne besucht haben, Silvaner Forum, das müssen wir unbedingt noch machen. Der 1998 gegründete Verein hat die Zielsetzung, eine starke Plattform für diese klassische Rebsorte zu sein. Vergibt auch jedes Jahr einen Preis oder Preise bei seinem internationalen Wettbewerb, weil wir haben da aus allen Herren Ländern und wir haben da schon Südtiroler getrunken, du erinnerst dich. Und soll ich ja sagen, wer da schon in der Jury gesessen hat? Ja, 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 ist neben den DWI-Reisen, die du gemacht hast. Nein, ich habe da beim Silvaner Forum auch schon mal in Pfalz-Hölsheim war das, mitvotieren dürfen. Mhm. Das war total spannend und für einen Silvaner-Fan wie mich war das quasi so ein Highlight, absolut. Mhm. Ja, und es gibt einen Preis, die Goldene Rebschere. Richtig. Und es gibt 5 Kategorien. Jederzeit, das ist so die Basis, herausragend, das sind die Premium-Sorten. Anders, finde ich auch immer ganz spannend, das sind so Solitäre. In der Gruppe habe ich damals mitprobiert, ja. Ja, sehr gut. Ich bin ja auch anders. Ja. Ja, bezaubernd, das ist gleich nobel, also das ist so die High-End-Linie. Und souverän, das sind die Gereiften. Mhm. Wir fanden das auch immer bezaubernd, gell, Tom? Allerdings. Ja, ja. Die Verkostung fand gerade statt, wie ich in Facebook sehen konnte. Die Preisträger werden in sicherlichen Kürze bekannt gegeben. Einfach mal auf die Seite schauen, www.silvaner-forum.de. René,
Das war jetzt ein gutes Schlusswort und das ist jetzt auch die Zeit, die Frage zu stellen, was hat man denn heute so alles gehabt beim Thema Silvana? Ja, wir haben mal dargelegt, was er für eine Wertigkeit hat, dass er leider so ein bisschen auf dem Rückzug ist. Und da wollen wir beide gerne dagegen ein bisschen anarbeiten. Wir haben mal gesagt, wie er nach Deutschland kam, wo er überall noch mit drin steckt. Wir haben geschichtlich ein bisschen was erzählt. Wir haben einige Winzer vorgestellt und Winzerinnen, haben auch nochmal das Thema beleuchtet, Menüwein, zu was passt er? Und hatten zum Schluss nochmal das Silvaner Forum, unbedingt mal auf die Webseite gucken, das ist schon toll, da werden Winzer genannt, da werden Vorschläge gemacht, zu was wir die Weine genießen können, eine ganze Menge. Ja, das war wirklich ein schöner Ritt über das Silvaner Terrain, der mir auch großen Spaß gemacht hat als alter Silvaner-Fan. Vielleicht jetzt am Ende dieser Folge auch noch den Ausblick, bevor wir den gleich geben auf die nächste Folge, auch sagen, wir gehen jetzt mit unserem Aufruf an euch quasi in die Schlussrunde. Heute habt ihr, machen wir das auch letztes Mal, und zwar, wir sind jetzt bei der 10. Folge in der 3. Staffel angekommen. Die 12. Folge soll ja eine Hörerfolge sein, das heißt, richtig, mit euren Themen, mit euren Fragen. Und die an euren uns, Weinen. Ja, die an uns eingesendet habt. Da wir aber einen Moment brauchen zur Recherche, wollen wir heute mal den Deckel drauf machen mit dem Aufruf. Das heißt, ihr habt heute letztmals die Möglichkeit, schickt uns eure Fragen und eure Weinvorschläge, ja, eure Lieblingsweine, zwei werden wir vorstellen, an weinmal1@vrm.de. An www.silvanerforum wäre auch nett, aber die wissen dann nicht, was sie mitmachen sollen. Ja, die freuen sich vielleicht. Ja. Egal, aber auf jeden Fall weinmal1@vrm.de. René, aber was gibt es da für Bedingungen? Wie ja, sollen die sein? Die sollten auf alle Fälle noch verfügbar sein. Es macht jetzt keinen Sinn, dass wir 1990er Bornheimer Sonnenröschen oder sowas haben, sondern wir wollen von euch Weine haben, wo ihr sagt, Mensch, die sind super, die sind speziell oder besondere Machart oder die Sorte habt ihr vielleicht noch nie gehört. Und es sollten Weine natürlich aus dem VRM-Weinlandgebiet sein, also Rheinhessen, Rheingau, Hessische Bergstraße, Nahe. Und Mittelrhein. Und Mittelrhein, den hätte ich nicht vergessen. Danke für den Hinweis. So, was steht nächste Woche auf dem Tableau? Ja, nächste Woche wird es hochprozentig, liebe Freundinnen und Freunde. Die Serie heißt Veredelt, aufgesprittet, erhitzt. Portwein, Sherry, Madeira und Co. Oh, da kann ich auch mal was erzählen. Da hatte ich eine DWI-Reise nach Andalusien. Eine selbstinitiierte. Ja. So, jetzt bist du wieder platt, jetzt gell? Bin ich also mit, Leute, du kannst nichts mehr sagen. Mach's gut, mein Lieber. Wir freuen uns auf euch. Nächste Woche wieder einschalten. Tschüss. 16 Uhr Freitag. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal 1 der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine 1x1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast. Ein Angebot der VRM.